Ja, hallo und herzlich willkommen zu Marvel Avengers Alliance. Ja, es ist ja wirklich lange her. Dazu, ja, das tut mir leid mit dem Gerausch. Ich habe die perfekten Soundeinstellungen noch nicht rausgekriegt. Ich werde wahrscheinlich jetzt auch die Musik ausmachen. So, dann geht es mich wahrscheinlich besser. So, machen wir die erstmal aus, bis ich die perfekten Einstellungen habe. Ja, es ist viel passiert in der Zeit. Dazu möchte ich jetzt hier bei Marvel nichts sagen. Auf jeden Fall habe ich offscreen weitergespielt. Es gibt auch natürlich auch viele Neuerungen. Es gab bei mir auf dem Kanal, die letzte Folge war noch von der Spezialoperation 15, wo man... Boah, wen konnte man denn da nochmal gewinnen? Muss ich mal eben selber gucken. Das wird jetzt ein längerer Part, weil es wird wahrscheinlich vorläufig erstmal nur dieser eine Part hier kommen, weil ich noch ein bisschen brauche, bis ich wieder regelmäßig Videos bringen kann, aber das kommt dann in einem extra Info-Video. Ich guck mal eben, wen man gewinnen konnte. Weiß ich jetzt gar nicht. Also in der Spezialoperation 15 kommt man ja jemanden gewinnen. Ich weiß jetzt aber nicht mehr wen. So, auf jeden Fall habe ich offscreen die Spezialoperation 16 gemacht. Da konnte man den hier gewinnen. Iceman, den haben wir natürlich geholt. ja, den habe ich offscreen schnell geholt. Da gibt es auch keinerlei Parts von. Und ja, ich habe mir dann noch einen neuen Helden vor kurzem gegönnt. Ich spiele ja offscreen weiter und ich muss ja mithalten, ne? Und zwar ihn hier, Hulk. Mein nächstes Ziel für Hulk ist, diese Rüstung mir hier zu besorgen, weil dann habe ich automatisch Kriegsbringer drin und dies ist sehr gut, vor allem da ich ja auch PvP mal ein bisschen höher kommen möchte. Es gab nämlich offscreen auch neue PvP-Saison und da habe ich mal wieder nur die Goldliga erreicht. So knapp, aber wirklich ganz knapp an Diamant gescheitert. Ja, was es auch neu gibt, ihr seht gerade, ich trainiere fleißig und zwar gibt es jetzt... War Machine ist schon auf Stufe 13, das habt ihr ja noch mitgekriegt, aber mittlerweile gibt es Stufe 14. Stufe 14 dauert entweder jetzt, weiß ich nicht, 36 oder 38 Stunden und kostet 500.000 Silber. Ja, sehr teuer. Ja, falls ihr euch auch noch aufgefallen ist, ich habe mir für jeden Helden, die ich habe, eine neue Rüstung geholt. Neue Uniform, also hier für die Iron Man kennt er ja schon, dann habe ich mir für Black Widow eine geholt. Für Hawkeye, für Black Cat, für Doctor Strange, ja für Hulk, die kommt noch, den habe ich mir erst neu geholt. Dann für die Fackel, für Wolverine und Angel. Ja, ja für die anderen gibt es doch keine. Ach ja, genau, man konnte Nico Minoru in der Spezialoperation 15, glaube ich, gewinnen. Genau, sie war es, die habe ich natürlich auch noch, die habe ich geschafft. Ja, und jetzt gerade mache ich offscreen die Spezialoperation, die momentan läuft. Ich werde das jetzt natürlich nicht aufnehmen, weil es wäre blöd, den Part jetzt hochzuladen und dann, wenn ich irgendwann wieder regelmäßig Videos bringen kann, kommt davon kein weiterer Part. Nee, deswegen kommt davon gar nichts. Ja, ich zeige euch mal eben kurz, wen man hier gewinnen kann. So, ich bin jetzt schon bei Spezialauftrag 10 von 25, die Hälfte habe ich jetzt schon fast, habe noch ein bisschen Zeit. Und zwar können wir Falcon gewinnen. Ich habe auch schon mit ihm gekämpft, er sieht bis jetzt, muss ich sagen, ganz nützlich aus. Muss ich aber noch abwarten. Und dann gibt es noch was, was ich gemacht habe. Ihr werdet jetzt wahrscheinlich nicht... Ich erkläre es euch, passt auf. Ich kam kaum an Kommandopunkte, deswegen habe ich ihm... Wir sind ja hier in der Story gewesen, bei Kapitel 5, Mission 2. Ich habe alles schon gespielt. Habe ich auch alles schon ziemlich auf 5 Sterne fast geballert. Aber damit das im LP nicht verloren geht, wenn ich wieder regelmäßig Videos bringen kann, werde ich das natürlich weitermachen. Das heißt, ich werde das und das euch nochmal zeigen. Das ist ja wohl selbstverständlich, weil, ne, soll ja schließlich auch im LP nicht fehlen. Ja, Husten müsst ihr entschuldigen. Ja, momentan habe ich wieder 33 Kommandopunkte. Ich brauche noch 41, um mir die Rüstung für Hulk zu holen. Mal schauen, welchen Helden ich mir danach hole. An Schaltpunkte soll es natürlich nicht scheitern, da habe ich jetzt knapp 8000. Gold 25, das werde ich mir natürlich zusammensparen, um die letzten Missionen zu überspringen, weil mir wahrscheinlich wieder die ganzen Helden für den epischen Boss fehlen. Das Einzige, was momentan ziemlich knapp ist, ist das Silber. Ja, ich versuche es immer mit Flugdeck und jeden Tag klapper ich mal meine ganzen Nachbarn ab. Und ja, was machen wir denn heute? Ich habe ja gesagt, ich nehme heute was auf, da ich ja gerade die Zeit dazu habe. Und ja, deswegen
Da ich mir ja Hulk geholt habe, hier ich das ja alles noch zeigen wollte, werde ich jetzt, haben wir ja das hier zusätzlich freigeschaltet, werde ich heute das für euch machen. Also ganz am Anfang, die Premium-Mission hier, die haben wir ja noch gar nicht gehabt, weil wir Hulk nicht hatten. Alle anderen hatte ich ja bis jetzt. Also hier den, ja und Spider-Man, den muss ich mir noch holen. Hier hatten wir Wolverine, hier haben wir War Machine, das geht also auch. So, wir machen aber heute Dis. Und ja, würde ich einfach mal sagen, gehen wir mal Gas. Ich zeige euch wahrscheinlich auch die neuen Helden, damit ihr die auch mal sehen könnt, live in Aktion. Wir nehmen natürlich den Expertenmodus, ist ja wohl logisch. So. Kopfschmerzen. Oh, ich muss gehen. Oh. Was ist los, Großer? Die Bibliothek. Oh, ich muss in die Bibliothek. Das ist mal was Neues. Hulk hat was entdeckt. Große Signatur nähern sich der Position. Abomination wurde gesehen. Jutünen. Ironclad. Ironclad, sind da noch mehr UFOs? Nein, Sir. Berichten zufolge bewegen sich die Ziele, als ob sie dorthin gezogen werden. Da ist eine große Energiequelle bei der Bibliothek. Agent, bringen Sie Hulk zur Bibliothek und finden Sie raus, was da los ist. Okay, wird gemacht, Sir Fury. Ja, so, dann ach, die Dinger, die habe ich ja vermisst, ne? Also die mag ich ja immer noch nicht. So, dann zeige ich euch auch mal direkt die neuen Helden. Also Hulk, na gut, den zeige ich euch dann schon mal. Und ja, Nico Minoru habe ich euch ja noch gar nicht gezeigt. Habe ich euch Moonstone schon gezeigt? Ich glaube ja. Aber egal, zeigen wir es nochmal. Wir nehmen jetzt erstmal Nico Minoru und Hulk. So, jetzt kloppen wir mal. Jetzt wird geballert. Jetzt hauen wir mal drauf. Ja, keine Musik diesmal. Ja, ich habe die perfekten Soundeinstellungen noch nicht gefunden. Fürs Headset hier, deswegen ist die Musik erstmal aus, aber ich werde direkt verhauen. Oh, und Hulk wird verhauen. Oh. Er bekommt die Hulk-Kraft, das ist sehr schön. Und er ist wütend. Hulk wütend ist. Oh, das würde ich mir nicht antun. Also, freiwillig nicht. Also ich muss ja sagen, Nico Minoru ist ganz besonders gut. Wie euch auch aufgefallen ist, Mucke hat neue Rüstung. Ich blinke wunderbar, das sieht total geil aus. So, jetzt haben wir hier zum Beispiel mehrere Attacken. Kennt ihr wahrscheinlich von Doom, der hat das Spiel hier ja auch. Wir nehmen jetzt einfach mal Fürchte mich. Geht auf alle. Boom. Kommt nämlich wegducken bei allen. Das hat nämlich Doom, nämlich generell immer. Und das ist nervig. Wegen seinem Ring-Imperialer. Wenn man das als Gegner hat bei PvP, boah. So, ich habe jetzt auch neue Waffen drin. Ich habe das Gold-Katana drin, weil ich die Kapitel 4 komplett auf 5 Sterne habe. Da kriegt man so eine Goldwaffe. Hab immer noch die von der. Das ist eine Waffe aus der 16. Spezialoperation, ein Sabanus-Befreier. Und ich habe die Nanoschwester drin. Und das ist jetzt das Geile an dieser neuen Rüstung. Man kann nicht nur aufladen, man kann auch hier Partyzeit nehmen. Danach kriegt man einen kostenlosen Zug und dann wird aufgeladen. Und aber wirklich jeder kriegt. Kriegt wieder Ausdauer, damit ihr das auch mal gesehen habt. Und das ist natürlich sehr gut für PvP, wenn ich jetzt zum Beispiel meinen War Machine da drin habe. So, jetzt zeige ich euch erstmal die Waffe. So, damit ballern wir mal drauf. Und boom, da wird ge... Ne? Ihr wisst schon. So, dann kommt die erste Attacke von Hulk. Wutschlag. Oh ja. Ne, da oben. So. Boom. Boah, habt ihr den Schaden gesehen, ey? Geil, Omat. So, ich zeige euch aber jetzt gleich noch was Besseres. Er ist wütend und hat fünfmal Hulkkraft. Also besser geht's für Hulk nicht. Haha, hast mich nicht getroffen. So, jetzt haben wir dann, was haben wir hier? Du bist lahm. Das hier ist eigentlich ganz geil, weil mehr Punkte hat. Chaosschuss hat die Chance. Blutungen, Verbrennungen, Unterkühlung, dunkle Leere, ISO 8, Korrumpierung, vergiftet oder Strahlungskontakt zu verursachen. Und das liebe ich, ja. Ne? Mach ich sehr gerne. Ne? Och nö. Ey, hör auf, meinen Hulk aufzuspießen. Oder kriegst du eh jetzt wieder. Pass auf. Pass auf, da machst du nicht nochmal. So. Dich hau ich erstmal weg. Ne, du hast doch 26, du gehst eh drauf. So. Jetzt kommt Hulk zertrümmern. Verbraucht eine Hulkkraft, um zusätzlichen Schaden zu verursachen. Und, ja. Eine. Und jetzt schaut euch das mal an. Bam!
Ach, Scheide. Hab ich jetzt. Scheiße wollte ich sagen. Ach, Kacke. Hat keiner gehört. So. So, dann haben wir den ersten Kampf gewonnen. So muss das auch weiter sein. So muss das laufen. Uiuiuiui. So, damit habe ich euch die gezeigt, die beiden. Jetzt kommt Iceman. Und wie wollte ich euch noch zeigen? Ah ja, ich weiß gar nicht, ob ich sie gezeigt hatte. Einfach Moonstone nochmal. Das war ja der Kistenheld, der letzte Kistenheld, den man bekommen konnte. Ne? Und den hab ich ja auch bekommen. Es ist jetzt blöd, dass ich keine Musik hier laufen habe. Schade, weil die gehört zu Marvel eigentlich voll dazu. Aua. So, erstmal, ne, Tony, komm mal her. Wer bist du denn? Wer bist du? Geht da was an mir vorbei? Wer bist du denn? So, erstmal Schwerkraftsyndrom. Macht nämlich erhöht den Nahkampfschaden. Also, wo ich da drauf haue, tut's richtig weh. Boom. Iceman ist auch, ist an sich ganz cool, aber ich muss halt noch ein bisschen trainieren. Eiskarpaden. Macht Unterkühlung, aber auf alle. Das ist das Geile. Es geht wirklich auf alle Gegner und alle sind dann außer Gefecht und unterkühlt. Und ja, dich hau ich erstmal weg. Aber ich glaube, die unterkühlen gar nicht, weil die Typen aus Eis sind. Mucke, das war sehr schlau. Aua, mein Gott, lass mich doch in Ruhe. Ja. So, jetzt kommen wir zur nächsten Attacke von Moonstone. Das ist die blendende Anziehungskraft. Das ist geil. Weil jetzt ist die Phase verschoben. Sie kriegt keinen Schaden. Und dann kommt cool bleiben. Normalerweise ist das so, wenn die Gegner unterkühlt sind und du nimmst dann cool bleiben bei Iceman, wird dieser Angriff definitiv kritisch. Also alle drei Schläge sind dann kritisch. Und das ist eigentlich ganz geil. Den Rest muss ich nochmal schauen, weil ich das nicht mehr auswendig im Kopf habe. Ja, und die Attacke, die kennt man natürlich. Wenn man Moonstone hat, außer dass es daneben geht. So, ein Scheiß. Ja, meine Soundeinstellungen sind echt noch miserabel. Das tut mir auch schrecklich leid. Aber egal, das überleben wir schon. Hauptsache, ich kann euch endlich mal wieder ein Video liefern. Ist ja schon wirklich eine ganze Weile her. So, dann hauen wir mal weiter. Das ist momentan die stärkste Waffe, die ich habe. Die Ensapanurs befreien. Mal gucken, was da noch so kommt. Ja, der geht jetzt erstmal, der sagt jetzt mal Schuss. Ja, wir müssen halt so, bringt nicht viel, aber naja, was soll man machen. Ah, das ist das Gold-Katana. Goldwaffen sind ganz geil, weil irgendwann werden, du steigst ja Level auf. Ne? Das weiß ja von jeder, der Marvel spielt, weiß das. Und die Waffe wird automatisch nicht mit stärker, wenn du ein Level aufsteigst. Das ist bei Goldwaffen aber anders. Wenn du Level aufsteigst, werden die Waffen auch stärker und das ist geil. Das heißt, würde ich jetzt Level aufsteigen, wird die Gold-Katana noch ein Stück stärker. Und das finde ich geil. Das finde ich geil. Ja. Deswegen habe ich sie auch drin. Ne? So, den Kampf haben wir auch gewonnen. Läuft ja wie geschmiert hier. She-Hulk. Ach, guck mal, hast du mal was zu tun. Kommst ja so selten zum Einsatz. So. Aber ich zeige euch gleich nochmal, auf welchem Level meine Helden alle generell sind. Das. Aber ich wollte auch noch ein bisschen Doom trainieren. So. Doom, der muss ja halt auch mal zweistellig werden, was das Level angeht. Weil die Level sind für mich mittlerweile genauso wichtig für PvP, weil da erhöhen sich die Boni von. Und jetzt kommt Agent Tappel zur Verstärkung. Und was machst du? Erstmal machst du so Geistesfeld. Das ist schon mal gut. Und jetzt kommt das Reboot. Boom. Ja. War nett. Okay. Dann machen wir mal so. So, wer Doom kennt, weiß, er ist geil drauf. Ist betäubt, das ist schon mal sehr gut. Geht der mir nicht auf die Nerven. So, das liebe ich ja. Magischer Bolzen. Ah, ja. Ja, das ist geil. Das ist geil, das ist so geil. Hihihi. Weg, du. Darfst dich angreifen. Du Lappen. Deswegen gehst du auch. Tschüss. Oh, darfst nicht angreifen. Dann, oh, bin... Hab ich kein Mitleid mit. Warum auch? Hat er Pech? Soll er sich den mit uns anlegen, ne? Vor allem, wenn wir Doom dabei haben. So.
Oh, und hier mache ich jetzt Schluss mit. Zack. Ja. Ja doch. Nächste Welle. Gleiche Stelle. Jutun, Krieger, Jutunreif und Eisformer. Okay. Oh, kommt erstmal dasselbe Spielchen wieder. Boom. Na, wer ist betäubt? Einer. Na, besser als keiner. Aber das kriegt er jetzt ab. Er hat nämlich die meisten HP. Also Lebenspunkte. Lebenspunkte? Und du darfst auch nicht. Oh. Oh. Haben wir da Mitleid mit, Freunde? Ich würde mal sagen, nein, haben wir nicht. Hat er Pech? Zack! Oh, der ist sowieso tot. Und den brauchen wir uns gar nicht mehr kümmern. Sag ich doch. So. Du machst jetzt alle beide kaputt. Und... Nein, das war der falsche. Scheiße! Ich vergesse mal, dass der kommt. So. So. So schnell geht das und schon haben wir gewonnen. So. She-Hulk, du bist fertig. So. Und wir gehen gleich mal in die Mitte. Komm, einmal beschützen. Und jetzt sind wir schon wieder gegen die Jotünen ran. Ja, ich wechsle jetzt ziemlich häufig hin und her, damit ihr auch viele Leute seht. Außer War Machine, der fällt heute wegen Training leider aus. Das tut mir auch schrecklich leid. Sabre ist auch schon fertig für Level 13. Kostet ja auch nur mal eben 400.000. Aber den muss man natürlich auch mal wieder live in Aktion erleben. Ne? Ah, ja. Ah, macht doch wieder Spaß aufzunehmen. Ja! Das ist geil! So, erstmal kommt Agent der Dancer als Verstärkung mit das Ding in Uniform. Ist doch das Ding, ne? Heißt doch das Ding. Ist das jetzt das Ding? Ich weiß ja nicht mehr. Bis jetzt hat Ding, sag mal, hallo. Der redet nicht mit mir. Drecksack, warum redest du denn mit mir? Ich hab dir nichts getan. Autsch. Nix trifft, ihr seid schlecht. Ihr seid wirklich schlecht. Ach, oh, schade. Ja, ich liebe Sabrea immer noch. Ist echt einer der geilsten Helden hier im Game. Zack, zack. Ja, dann ist mittlerweile so meine Strategie, was PvP angeht, geworden. Immer das zuerst machen. So, ich nehme einfach mal jede Attacke hier. Aua! Das tut aber weh. Ha! Leg dich nicht mit mir an. Sabre hilft mir immer. Oh, ist das blöd ohne Musik. Oder kann ich euch nicht antun? Das ist die Quali, die Soundquali noch beschissener, als sie eh schon ist. Das will ich euch nicht antun. Also, Ding muss nicht sein. So, du kommst auch nochmal hier. Komm drauf! Ja genau, schlitz ihn auf mit deinen geilen Krallen. Also ich bin immer gespannt, wann die eine Uniform alle bekommen. Wie lustig. Also ich bin ja mal gespannt, deswegen mache ich auch offscreen weiter, weil ich will ja nichts verpassen. Ich sag euch da sowieso immer Bescheid. Ihr kennt mich doch. So. Aua. Aua. Okay, aber die brauchen mal langsam wieder, ne? Ja, ist gut, dass man sowas hat. Zack, zack, zack. So. Oh, das ist gut. Das, oh, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Dich ist immer verlassen, Sabre. Immer. So. Oh, Blutzorn. Jawohl. Und damit du keinen Schaden machst. Danke. Ich bin ein schlauer Bub. Ich bin so ein schlauer Bub. Zack, aufschlitzen. Ich glaube, das müsste jetzt reichen, wenn Sabre... Erstmal nochmal wieder der Berserker rein. Der muss immer rein. Das ist Gewohnheit bei mir wegen PvP. Schlitz, Schlitz. Blutungen. Ja. Müsste reichen jetzt. Auch jetzt reicht es sowieso. Und tschüss. Hihihihi, gewonnen. Aber was schön ist, dass es auf keinen Fall mehr lenken dürfte bei dem PC hier. Dürfte eigentlich auf keinen Fall mehr laggen.
tut's bis jetzt auch wirklich nicht. Das ist auch sehr gut. So, jetzt haben wir da mal durchgewechselt. Jetzt haben wir die alle gesehen. Okay. Angel ist aktiv, sehen wir natürlich jetzt nicht. Dann zeige ich euch jetzt nochmal Ares und Heimdall. So muss das sein, komm her. Ja, und nebenbei habe ich den Fernseher laufen, schaue mir gerade das Wetter an. Das Wetter ist beschissen. Es war so schön. Aber hier regnet's. Aua. Boah, Junge. Also er ist generell sehr gut. Der Heimdall, muss ich sagen, ne? Also ich quatsche heute ziemlich viel, aber ich muss halt sein, ne? So, du bist weg. Heimdall ist sehr gut, aber ab Level 9 wird der so unfucking fassbar geil, das ist unnormal. Also da finde ich den Da. Sag ich nur. So, dann darf er nämlich nochmal und dann ist das nämlich immer schön kritisch. Ja, für das Rauschen tut es mir leid, da kann ich immer noch nichts machen. Ich habe da jetzt seit... Ui, lass mich jetzt nicht lügen. Ich habe hier wahrscheinlich wirklich 8 Stunden gesessen und habe geguckt, wie ich das perfekt hinkriege, aber ich schaff's nicht. So, die Attacke ist die geilste. Jallarhorn. Dadurch wird Heimdall extrem stark, aber richtig extrem stark. Ich hoffe, ich kann es jetzt zeigen. Ich greife jetzt extra mal den hier an. So. Oh, er lebt noch. Puh, Schwein gehabt. Selbst wir sind jetzt natürlich unnormal stark. Aber ich will euch jetzt zeigen, was Heimdall abzieht. Guckt euch das mal an. Oh, da wirst du feucht am Kopf. Ich schwör's euch. Da wirst du... Geil. Oh. Wenn ihr jetzt noch Uru-Klinge vorher genommen hättest, Halleluja. Weil es macht die Gegner dann weit offen und dann... Ihr wisst Bescheid. So. Goldene Mitte. Jawohl. Ja, endlich mal Energie. Yeah. Wie viel haben wir denn noch? 12. Und nochmal Jutünen. So, okay. Dann gehen wir weiter durch. Angel. Der sieht so richtig geil aus in der Uniform. Und Psylocke. Ist jetzt auch schon Level 9. Aber ich zeige euch die gleich alle nochmal in der Übersicht. Ne, das bin ich euch natürlich schuldig. Ihr sollt ja auch auf dem neuesten Stand bleiben, was das angeht. Und deswegen mache ich das nochmal. Ja, der Ladebalken, auch wenn das ein neuer PC ist, der Ladebalken macht immer noch das, was er soll. Nicht soll. Er ist sehr lahmarschig. Der Drecksack. So, Agent Zinza. Oh nö, komm, hau ab. Geh. Oh nö. Danke. So. Die Attacke kennt man ja, die heißt jetzt aber Krieg und löst Schmerz aus. Ich zeige euch die natürlich mal. Ist genau dieselbe wie andersrum. Er ist jetzt so gesehen vom guten Engel zum bösen Engel geworden. So ungefähr kann man es ausdrücken. Und sobald ein Gegner kaputt geht, kriegt er Lebenspunkte und sagt schon Ausdauer zurück. Mein Gott, mein Gedächtnis hält auch nur von 12 bis mittags. So, dann haben wir noch Pest. Man macht Nanoseuche. Ihr kennt natürlich, was die zweite Attacke ohne macht. Ja, das ist Psylocke, wie sie leicht und lebt. Und dann stechen wir eigentlich. Hauen wir den nächsten mit dem Hammer K.O. Immer wenn ich ihn kaputt mache mit dem Hammer, kommt mir vor wie Bud Spencer. Ohne Spaß. Ohne Spaß. Kommt mir vor wie Bud Spencer. So, jetzt kommt natürlich der psychische Messer. Haben wir noch gar nicht gesehen. Da. Im LP war sie noch hier auf Level 9. Da ist sie aber jetzt. Ja, da haben wir ja noch eine Welle. Zeig ich noch, nö, nicht nochmal, nö. Oh, hast du Pech gehabt, ja, du kannst mich auch mal schlecken. Dann haben wir Hungersnot, macht Verzweiflung und Hungernd. Oh, der sagt, glaube ich, jetzt Tschüss, weil jetzt hau ich zu. Ja, der ist... Wo ich hinhaue, wächst kein Gras mehr. So. Ach, hau einfach zu. Stört uns eh nicht.
Wir sind eigentlich trotz Expertenmodus an sich total überlegen. Ich habe ja diese Nanoschwester-Heil-Waffe. Die habe ich eigentlich nur als Notfälle dabei, aber die habe ich jetzt hier noch gar nicht gebraucht. Und wir sind im Expertenmodus. Und ihr seht, wie ich die hier kaputt hau. Agent, wir haben hier Was? Oh Gott. Agent, wir haben hier neurophasische Wellenenergie, die von der Quelle ausgestrahlt wird. Sie scheint nur Wesen mit einer gewissen Dichte anzuvisieren. Gedankenkontrolle für Riesen. Ich weiß nicht wie, aber es scheint ähnliche Eigenschaften wie ISO-8-Signaturen zu haben. Abomination ist bei den Koordinaten der Energiequelle. Wir überladen das Gerät per Fernsteuerung. Wenn das geschieht, seien Sie kampfbereit. Jawollo, so. Normalerweise würde ich das jetzt so machen, dass ich alle drei einzeln platt mache, aber... Pustekuchen. Wir hauen die jetzt komplett weg. Wir gehen jetzt direkt zum Boss. So, Hulk muss sein. Ich würde mal sagen... ja, kommen wir nehmen mal Black Cat mit rein. Haben wir auch schon ewig nicht mehr gesehen. Black Cat finde ich jetzt eigentlich an sich ist ganz geil, weil sobald die Katzenkratzer nimmt, macht sie nicht nur einmal Blutung, macht direkt dreimal. Und das ist geil für ihre Attacken. Aber die haben viel... Ja, da muss erstmal Agent Azael helfen. Er kommt mit... Namen habe ich vergessen. Der Pferd ist aber süß. Wer war das nochmal? Ja. Erstmal... Oh Gott, ich hoffe, die können alle überhaupt... Aua! Aua, Alter! Okay. Also die Energierüstung ist für mich am nervigsten, glaube ich. Die lädt da die ganze Zeit auf. Haha, ausgewichen. Oh. Aua! So, kann irgendjemand bluten? Immun gegen Betäubung, Erschöpfung, Wegducken und Präventiveffekte. Immun gegen Gift, Verbrennung, Unterkühlung. Immun gegen Blutungen. Ja. Dann machen wir das an dir. So, er blutet direkt dreimal. Ah. Ah. Hulk macht unglaublich viel Schaden, meiner Meinung nach. Aua! Ey, reicht jetzt. Schön, Blackhead. Wunderschön. Alter. Okay. Jetzt werde ich sauer. Du sollst mir auf jeden Fall am Leben bleiben. Ich will dich trainieren, weil ich überlege, wenn er die neue Rüstung hat, ihn mit Sabre ins PvP-Team zu holen und War Machine auszutauschen. Ich bin mir aber noch nicht ganz sicher, aber das ist eigentlich so mein Plan. So, jetzt kommt das Geile. Er blutet dreimal. Jetzt mache ich Glückstreffer, dann wird natürlich alles noch stärker. Und der Nervenkratzer nutzt Blutungen aus. Das aber nur dreimal stapelbar ist, ist das das Höchste, was geht. Och nö! Du Drecksack! Aber seht euch den Schaden nur so an. Das hätte wehgetan. So, die Energierüstung ist gleich weg. Aber ihr hättet euch jetzt mal vorstellen können, was das natürlich für einen Schaden gegeben hätte. Aua. Irgendeiner nippelt hier noch ab. Ich habe das Gefühl, wenn das so weitergeht, bin ich das gleich. Ich dachte, das wäre so einfach. Ich habe mal wieder alles unterschätzt hier. Aua. Ja, aber ich muss die jetzt hier wegmachen. Oh, die muss erstmal weg. Ja, machen wir das. So, und du gehst jetzt auf ihn hier drauf. Oh! Also wenn Hulk kritische Hits schafft, ne? Also, dann tut's richtig, richtig, richtig weh. Dann müssen die sich schon auch mal dreimal umdrehen. Warum ist denn jetzt auf einmal alles kritisch bei Hulk hier? Manometer. Ha! Du blutest immer noch, das ist sehr gut. Du gehst nämlich jetzt auf ihn drauf. Jetzt will ich gucken, was der Schaden wirklich bringt.
Er blutet immer noch dreimal. Jetzt machen wir Nervenkratzer hier nochmal. Boah! Boah! Ach, leider kein kritischer Hit, dann wär's richtig heftig. Aua, oh, oh. Lass mich am Leben. Ja, Schein. Oh nö. Wieder nicht blöd, ne? Da bin ich auch nicht blöd. Blut ist ja trotzdem dreimal. Wow. Nein, ich bin doch tot. Du Drecksack. Oh. Iron Clan, du bist ein Arsch. Immer noch null. Er schon mal weg. So, du kannst uns sowieso nichts mehr. Treffen tust du auch nicht. Doof bist du auch noch. Ja, Hauptsache ihr beiden überlebt. So, mach einfach Ende. Och, da wollte ich jetzt zu viel. Mach jetzt Schluss. Oh, seht ihr das? Oh, ei. Hulk ist eine Granate. Oh. Gut, haben wir das auch geschafft. Bossbelohnung. Was gibt's denn hier? Modifizierter B&F High Road. Ja. Dann haben wir noch Gamma-Gerät. Und ISO 8 Handscanner. Aber ich hätte da lieber gern Kommandopunkte. Okay, nimm mal ein. Auch okay. Haben 34. Fehlen mir noch ganze 40. Mein Kopf bringt mich um. Das hätte fast funktioniert. Oh. Hol wir ihn da raus. ISO 8 wurde der Kette als Verstärker hinzugefügt. Wer auch immer das getan hat, eine Weile mit dem Zeug gearbeitet. Hinweise auf den Erschaffer? Nein, einige Komponenten stammen vermutlich aus Osteuropa. Kein Hersteller erkennbar. Ein weiteres Geheimnis für den zu lösen Stapel. Zeit nach Hause zu kommen, Agent. Aha. Ich soll Flugdeckmissionen hier neu machen. Okay. Beende, ja. Nicht erschrecken, habe ich euch ganz vergessen. Ich habe schon Mission, ist Season 2 hier drin, weil ich aus Versehen da dran gekommen bin. Aber ich zeige euch gleich, ich habe nicht einen Kampf gemacht. Ich wollte da gar nicht drauf, aber da war ich auf einmal da drauf. Das hatte ich dann davon. Oh, hättest du nicht nur 2 Sterne nehmen können? So, da kann ich das jetzt in Ruhe offscreen auch auf 5 Sterne machen. So, dann habt ihr das gesehen. Damit haben wir Kapitel 1 ist endgültig abgeschlossen. Kapitel 2 ist abgeschlossen. Kapitel 3, da holen wir uns dann noch Spider-Man. Ja, das zeige ich euch sowieso nochmal. So, jetzt kommen wir zu Season 2. Ich habe da aus Versehen drauf geklickt. Aber ihr seht, ich habe noch nicht einen Kampf gemacht. Nichts habe ich gemacht. Hier überall noch null. Null. Ich habe nichts gemacht, gar nichts. Ich wollte da gar nicht drauf. Ich kam da aus Versehen drauf. Ja, man könnte jetzt zum Beispiel momentan auch einen neuen Helden bekommen. Rekrutierbar machen. Das ist Vollstack. Kann ich aber leider nicht machen. Da ich noch nicht in Season 2 bin, kommt das für mich auch nicht in Frage und kann auch deswegen hier diesen 99 Krüge nicht sammeln. Da würde man nämlich 5 Gold für kriegen. Oh Gott, könnte man immer gebrauchen. Sonst würde ich das alles locker machen, aber wir sind hier noch nicht. Wir sind ja noch nicht, wir sind gerade mal, ja, noch nicht mal bei der Hälfte von Season 1. Ne, dank der Spezialoperation. Ja, okay. Das hätten wir. Was wollte ich denn euch noch zeigen? Genau. Ach ja, ich mach mal eben die Flugsachdinger hier. Ja, ich schick mal einfach alle los. Gib ein bisschen Asche. So. So. Aber nur die, die nicht trainiert werden. Also nicht, also noch. Nein, stopp! Die noch Erfahrungspunkte brauchen. Also du. 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 Und du. So, die kommen in 6 Stunden wieder. So, ach ja, ich wollte euch ja meine Helden zeigen. Also das ist der Rang, auf dem wir die letzte PvP-Saison beendet haben. 967. Und das sind die Helden, die wir momentan alle haben. Im Überblick. Cyclops ist Level 13. Doom Level 9.
Hawkeye Level 11, Loki Level 7, Moonstone Level 8 und War Machine Level 13, trainiert aber gerade auf Level 14. So, dann haben wir Angel auf 10, die Fackel auf 12, Doctor Strange auf 12, Iron Man auf 13, Nico Minoru auf 6. Ja, ist noch ein bisschen Training. Ares ist auf Level 9, genauso wie Heimdall. Hulk ist mittlerweile auf Level 4 und Iceman auf Level 5. She-Hulk auf Level 11. Iron Fist auf Level 11, Sabre auf 12, genauso wie Wolverine. Black Cat auf 11, Black Widow auf 11, Gambit auf 7 und Psylocke auf 9. Das sind so ziemlich alle Helden, alle unsere Helden, die wir so haben. Und ich finde das eigentlich ganz gut, dass viele schon auf 10 sind. Dafür mache ich auch die Flugdeckmission immer weiter, damit das klappt. Ja, hier in der Spezialoperation kann ich momentan gar nichts machen. Ich stecke nicht mal da fest in Forschung. Es gibt zu erforschen die Durchbruchpistole. Mal gucken, was wir damit anfangen können. Bin ich mal gespannt. Ja, das, ich hoffe, es hat euch gefallen, weil das war's erstmal hier von Marvel Avengers Alliance. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Wenn ja, würde ich mich natürlich über einen Daumen von euch freuen. Ein Feedback über den Sound an sich meiner Stimme, weil ich hab's selbst noch nicht gehört. Deswegen würde ich mich darum gerne bitten, dass ihr mir darunter schreibt, wie ihr die Stimme fandet, ob es vom Sound her gut oder schlecht ist. Und ja, dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder bei Marvel Avengers. Dann machen wir natürlich, weil die Spezialoperation werde ich nicht machen. Sobald ich wieder aufnehmen kann, machen wir hier weiter. Dann fangen wir hier wieder an. Dann zeige ich euch das natürlich alles nochmal. Und dann mal schauen, wie es weitergeht. Vielleicht ist ja dann auch schon eine neue PvP-Saison da. Und soweit ich weiß, soll es ja da einen neuen Kistenhelden geben. So viel kann ich euch schon mal verraten. Das werden wir dann aber alles sehen. Bis dahin wünsche ich alles Gute, viel Spaß bei Marvel, bei der Spezialoperation, die ihr da momentan habt. Ich wünsche euch alles Gute, wir sehen uns das nächste Mal wieder. Ich sag tschüss, ciao und auf Wiedersehen, denn ich bin jetzt raus. Euer Mucke.